Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir, mein erstes glaube ich. Und heute geht es darum, die Leute, die sich Battlefield damals russisch gekauft haben, weil sie keinen Bock hatten, den vollen Preis fürs Spiel zu bezahlen, haben wir jetzt Probleme, seitdem alle DLCs sind draußen, nach Aftermath gab es halt Probleme. Und ich hatte auch meine Probleme und um euch zu helfen, werde ich euch jetzt eine kleine Anleitung geben. Als erstes habe ich euch erstmal einen Download-Link in die Beschreibung gepackt, wo ihr erstmal alles runterladen müsst. Dann geht ihr bitte von den auf das heruntergeladene, sucht ihr euch die ganzen Dateien hier. Also diese Datei sucht ihr und packt sie in den, also die ganzen Dateien in Data und Update. Das ist natürlich in eurem Battlefield-Ordner, der meistens bei C liegt, und da reinpacken. Das ist das Sprachpaket, das Deutsche oder das Englische, je nachdem, was ihr wollt. Zweitens müsst ihr das Patch-Paket runterladen, auch in der Beschreibung. Hier wiederum müsste es eigentlich immer der neueste Patch sein. Es ist glaube ich der neueste Patch in der Beschreibung. Müsst ihr auch genau das gleiche, wieder hier die, entweder die englische oder die deutsche. Alles wieder in Data, Battlefield 3 Ordner. Dann müsst ihr noch die Registriedaten, Dateien runterladen. Und dazu lasse ich euch auch einen Download-Link in der Beschreibung. Und ich lasse euch auch noch eine allgemeine eine Seite da und einen Link, wo ihr euch das alles nochmal angucken könnt, falls ihr es bei mir nicht verstanden habt. Und ja, das war's. Ich bin raus. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Wenn ja, könnt ihr ja mal ein Like da lassen. Und ja, ich bin hier raus. Haut da rein.